RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. So, da sind wir hier in Bern bei den Eidgenossen. Echt genial hier, oder was meinst du, Lenny the Man? Was? Hä? Wir sind in Bern? Also das sieht mir ja nicht aus wie in einem Bern, das sieht mir aus wie eine Stadt. Stell dir mal vor, wir wären in einem Bären drin, willst du mich verarschen? Aber Murat, weißt du, wer hier wohnt? Ich meine Bern, die Hauptstadt, naja, die inoffizielle Hauptstadt der Schweiz. Und woher soll ich denn wissen, wer hier alles wohnt? Ich meine, ich habe ja schon meine Probleme mit Berlin. Alles, was über Berlin mit rausgeht, ist für mich Fremdland. Mann, okay. Noch ein Tipp, er wohnt nicht direkt in Bern, sondern in einem Nachbardorf. Und er springt gerne. Also hättest mich gefragt, wer in Prenzlau wohnt, hätte ich ja noch auf Werner getippt. Der springt ja sowieso einmal täglich mit dem Kopf vor die Wand. Echt? Unser Werner wohnt hier? Meinst du echt? Und wieso knallt er täglich mit dem Kopf vor die Wand? Das wusste ich doch gar nicht. Oh Mann, Lenny, alter Falter. Werner wohnt nicht hier, der wohnt doch in Berlin. Und die Sache mit dem Kopf vor die Wand, das ist so ein Tipp von dem. War damals in der Marktschenke und zack, sehe ich, wie der Werner seine Rübe vor die Wand knallt. Und ich gehe so hin und frage ihn und er meint, das ist so ein zwanghafter Tick. Aber ist doch auch egal. Wen meinst du denn nun? Also ich meine den Simon Amann, der Typ, der als erster Skispringer viermal Gold geholt hat. Der wohnt hier ganz in der Nähe. Ist doch irre, oder? Ach, wird schon so sein, mein Bester. Apropos irre, ich werde mal schnell rüber zu der Bank da gehen und ein bisschen Geld abheben. Du weißt schon, dass du übelst viele Gebühren drauf zahlen musst, wenn du hier Geld abholst. Nee, wieso datten, Alter? Ich meine, Caro hat doch hier ihre Hauptbank. Die hat hier ihr Konto in der Schweiz, da kommt das ganze Geld immer hin, was ihre Eltern ihr für ihr Studium zuschießen. Das klingt mir stark nach Steuerhinterziehung, Mord. Das geht doch nicht. Hast du das nicht mit der CD von den Steuersündern gehört? Alter, wenn die Angelika das Ding kauft, dann ist es aus mit den Eltern von deiner Besten. Dann heißt es nachzahlen. Steuersünder? Also ich weiß ja nicht. Ihre Eltern fahren eigentlich immer sehr vorbildlich. Naja, sie lassen fahren. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, du verwechselst das. Du hast da sicher jemanden anders mit meinen Schwiegis verwechselt. Nö, nix mit Autofahren. Die schaffen hier im großen Stil Geld zur Seite. Die wollen sich vor der deutschen Steuer drücken. Kann schon sein, mein Alter. Ist doch aber genauso wie mit den Hartzis. Da gibt's auch Leute, die irgendwas beiseite schaffen. Und weißt du, was wir nun mit dem Geld, mit dem Schwarzgeld machen? Was ich da hole? Willst du alles abheben und dann nach Thailand bringen und dort dann bunkern vielleicht? Falsch! Aus Schwarzgeld wird gleich Schwarzbier und dafür sollen die Schweizer auch bekannt sein. Das ist eine geile Idee. Aus Schwarzgeld macht Schwarzbier und wer hat's erfunden? Die Schweizer? Ganz genau, ganz genau. Los, ab geht's.